Hubertus Heil hat den Gesetzesentwurf zum Arbeiten im Alter vorgelegt. Er drückt mächtig auf das Gas. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es ja mitbekommen, im Rahmen der Haushaltseinigungen zum Bundeshaushalt 2025 gab es so einen Maßnahmekatalog. Da wurden 45 oder knapp 50 Maßnahmen vorgestellt, um die Wirtschaft wieder in Deutschland anzukurbeln und auch das Arbeiten im Alter für Senioren und Seniorinnen einfach attraktiver gestalten zu wollen. So, und wer Hubertus Heil kennt, also ich habe ihn jetzt zumindest in den letzten Jahren auch in der politischen Analyse verfolgen können als Bundesarbeitsminister. Der hat immer Wort gehalten und der Herr Heil gibt einfach Gas. Und zwar hat er einen Gesetzentwurf für Arbeiten im Alter vorgelegt und das wurde unter anderem auch auf dem Nachrichtenkanal NTV veröffentlicht. Ich zeige Ihnen das einfach mal hier. Und hier ist das Bild von Herrn Heil und der Herr Heil lässt also sozusagen nicht lange auf sich warten, denn der Fachkräftemangel belastet die deutsche Wirtschaft. Im Juli hat sich also die Bundesregierung auf Maßnahmen geeinigt, um Beschäftigte motivieren zu wollen. Und dieser entsprechende Gesetzesentwurf ist jetzt da. Mir liegt er persönlich noch nicht vor. Er ist aber in der Ressortabstimmung und er wurde auch schon an verschiedene Sozialverbände geschickt. Ich denke mal, die werden dann eine entsprechende Stellungnahme dazu schreiben. Da kann man dann auch noch mal nachlesen, was die entsprechenden Sozialverbände von diesem Gesetzesentwurf halten. Und zwar geht es hier darum, dass die Koalition stärkere Anreize für das Arbeiten im Rentenalter vorbereiten will. Und das hat der Hubertus Heil jetzt auf den Weg gebracht. Und geplant ist unter anderem die sogenannte Rentenaufschubprämie für Beschäftigte, die über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten und noch keine Rente in Anspruch nehmen. Und sie sollen zudem faktisch eine Lohnaufstockung bekommen, indem der Arbeitgeber ihren Beitrag zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung direkt an den Beschäftigten auszahlt. Das schmeckt der deutschen Rentenversicherung nicht so sehr, denn die deutsche Rentenversicherung sagt, ja, dann geht uns ja hier in Größenordnung Beitragseinahmen flöten. Ich kann die Vorbehalte verstehen. Wir werden sehen, wie der Gesetzgeber auf diese Vorbehalte dann reagieren wird. Weitere Änderungen sollen kommen, dass finanzielle Vorteile bei der Aufnahme und Ausweitung der Erwerbsarbeit hier für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fließen sollen, die gleichzeitig eine Rente beziehen. Und das heißt also, neben der Rentenaufschubsprämie soll es dann noch weitere Vergünstigungen geben. Und das Wichtigste aus meiner Sicht, die Rentenaufschubsprämie soll erst zum 01.01.2027 kommen. Das habe ich in einem anderen Artikel gelesen. Also das dauert dann halt noch ein bisschen mit der technischen Umsetzung, wie man das umsetzen muss. Da braucht es wahrscheinlich dann Berechnungen und wie auch immer. Aber was auf jeden Fall zum 01.01.2025 kommen soll, wenn der Gesetzesentwurf so durchgeht, wie er hier vorliegt, für erwerbstätige Witwer und Witwen wird der Einkommensfreibetrag für Einnahmen aus der Erwerbstätigkeit angehoben. Und zwar soll dann so viel anrechnungsfrei bleiben an Einkommen wie bei einer Vollzeittätigkeit zum gesetzlichen Mindestlohn. Das ist sozusagen geplant. Wie das dann ganz genau aussieht, das weiß ich noch nicht, aber ich werde dann, wenn ich den Gesetzesentwurf habe, darüber natürlich auch berichten. Dann gibt es noch das sogenannte, die Einschränkung für Seniorenbeschäftigung, beim sogenannten Vorbeschäftigungsverbot, dass also es möglich sein soll, sachgrundlose befristete Arbeitsverträge mit dem bisherigen Arbeitgeber zu ermöglichen. Ob das der Stein des Weisen ist, das weiß ich noch nicht. Ich bin generell dafür, dass hier es keinerlei rechtlichen und arbeitsvertraglichen und auch tarifvertraglichen Möglichkeiten mehr geben darf, dass das Arbeitsverhältnis automatisch mit Erreichen der Regelaltersgrenze oder bei Bezug einer vorgezogenen Altersrente endet. Diese Regelung müsste man eigentlich sozusagen rausnehmen aus dem gesamten Kontext und es den Arbeitsvertragsparteien dann
ermöglichen, hier entsprechende Regelungen zu treffen, entweder über eine Weiterbefristung oder aber, dass der Arbeitnehmer dann von sich aus sagt, okay, ich höre jetzt auf und kündige, oder der Arbeitgeber kündigt das Arbeitsverhältnis oder man führt es in irgendeiner Art und Weise wieder fort. Aber generell zu sagen, in Tarifverträgen, dass Arbeitsverhältnisse bis dann und dann enden, wenn man einen Rentenbezug hat, halte ich aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland und damit verbundenen Probleme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für äußerst problematisch, meine Damen und Herren. Aber das ist Sache des Gesetzgebers. Schauen wir uns das Ganze alles mal an, wenn der Gesetzesentwurf vorliegt. Ich wollte es einfach noch mal kurz informieren über das, was Hubertus Heil hier am 23.08.2024 vorbereitet hat und auch verbreiten lassen hat. Und ich finde es erstmal schon in Ordnung, dass der SPD-Politiker hier sozusagen den Worten Taten folgen lässt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.